Ja, Sie sprechen natürlich mit dem Zyklenexperten par excellence, der das seit 30 Jahren studiert. Und ich bin beeindruckt von den Zyklen, die Sie darstellen. Ein paar kannte ich noch nicht, die größeren kenne ich natürlich. Also den geopolitischen Zyklus, auch den Zyklus nach Fourth Turning, vierte Zeitenwende. Also das sind ganz wichtige Zyklen. Es gibt weitere, den Revolutionszyklus, der war mir in der Form noch nicht geläufig. Aber Zyklen sind ja ein Teil unserer Geschichte. Obwohl Geschichte natürlich offen ist und nicht Detail vorherbestimmt, stimmbar, folgen wir trotzdem gewissen Gesetzen. Und das haben Leute wie Karl Popper oder auch Hayek oder auch die Österreicher nicht auf dem Schirm, dass eben Aggregate von Individuen doch sich dann anders verhalten als die Summe von Individuen. Und da kommt das mit den Zyklen her. Und wir stehen ja bei den beiden wichtigsten Zyklen, die Sie auch im Buch erwähnen und die ich im Weltsystemcrash ja vor 5 Jahren, das steht ja auch hinter mir, ausführlich erwähnt habe, stehen wir am Ende eines geopolitischen Zyklus. Und die sind so 80 bis 100 Jahre und dann ordnet sich die Welt neu. Und darum ging es ja auch im Weltsystemcrash. Das haben ja viele verwechselt mit einem Aktienmarktcrash. Der muss gar nicht kommen, da können wir später drüber sprechen. Aber die Welt ordnet sich neu und damit ist es nicht nur die Mächtekonstellation, sondern tatsächlich auch die ideologische Konstellation, das Koordinatensystem, wie wir denken. Wir haben ja westlich gedacht in gewisser Weise und Sie sind ja in Ihrem Buch auch sehr US-kritisch. Unsere Denke wird natürlich von Hollywood, wird ideologisch programmiert zum Teil. Das wollen die meisten nicht wahrhaben. Da stehen wir am Ende des Zyklus. Wir stehen am Ende des Zyklus nach Strauss und Howe. Zu dem Buch habe ich auch das Vorwort geschrieben für die deutsche Ausgabe. The Fourth Turning, die vierte Zeitenwende. Und nach beiden Zyklen sind wir im Winter oder am Ende oder in der Übergangsphase. Und das ist hässlich. Und wir merken, dass das hässlich ist. Und es ist nicht erst seit einem Jahr hässlich. Irgendwie ist das ganze Jahr Strauss, Howe sagen, es fängt 2005 an. Sie wollen Ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitzfallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Es hat aber irgendwie schon 2001 angefangen mit 9/11. Also man kann das ja auch nicht so genau sagen. Aber es geht eben um Massen von Individuen, um Aggregate. Da könnte man auch ein tiefes wissenschaftsphilosophisches Gespräch führen, was nun da stimmt, was nicht. Aber wir stehen im Winter, wir stehen in der Zeitenwende. Wir haben, und das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, in ganz kurzer Zeit werden wir tatsächlich in diese neue Weltordnung reinschlittern. Und jetzt will ich nochmal auf mein Buch verweisen. Das steht als Untertitel Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung. Und Sie sind ja im Moment der erfolgreichste Sachbuchautor im Bereich Wirtschaft und auch darüber hinaus. Sie wissen da, wie das im Verlagsgeschäft läuft. Also meine Lektorin damals oder der Herausgeber wollte diesen Untertitel Die Geburt einer neuen Weltordnung. Das wollten sie ändern. Das klang ihnen irgendwie zu heftig oder so oder nicht. Ich sag, nein, Geburt ist genau das richtige Wort. Es gibt Schmerzen, es gibt einen ganz engen Geburtskanal sozusagen. Also das Bild passt. Wir sind in dieser Sache drin und es kann natürlich auch bis zu einem dritten Weltkrieg ausarten. Wir hoffen das beide nicht. Deswegen denken wir auch beide aktiv darüber nach, wie man das verhindern kann. Aber Elon Musk hat gesagt, die wichtigste Frage überhaupt ist die Verhinderung des dritten Weltkrieges. Bevor ich zum Makroausblick komme, vielleicht noch ein abschließend zu den Zyklen. Also ich bin ja Mitbegründer der Oswald Spengler Society und wir haben da ja auch Preisträger gehabt wie Jordan Peterson und Michel Ulbeck und so weiter. Es wird natürlich vom Mainstream auch totgeschwiegen, aber wir haben Weltniveau in dieser kleinen Gesellschaft. Oswald Spengler war derjenige, der eigentlich vor gut 100 Jahren ein zyklisches Geschichtsbild wieder salonfähig gemacht hat. Der hat auch von sogenannten Kulturzyklen geschrieben. Also die westlich-abendländische Kultur, die so um 1000 begann, die geht jetzt auch in ihre Endphase über, zumindest wenn man Spengler folgt. Und dann kommt vielleicht irgendwo eine neue Kultur. Also den lohnt sich auch noch anzuschauen. Spengler Society, aber auch sein großes Werk, Der Untergang des Abendlandes, da hat er vieles vorausgesehen, auch in anderen Schriften. Das ist noch vielleicht abschließend zu den Zyklen. Und jetzt, wo stehen wir auf den Märkten? Und letztes Jahr haben wir in den Fonds super performt. Ja, Breidenbach von Schlieffen hat uns als Besten von 94 rausgesucht, während die Medien natürlich weiter schreiben, schlechte Performance der Crash-Propheten und so weiter. Sie kennen das ja. Das ist das Negativ-Framing, aber wir waren tatsächlich die Besten. Und zwar, da waren große dabei wie BlackRock und Julius Baer und Fidelity und alle dabei. Und ja, wir waren Nummer 1 im Segment Aktien.
weil wir optimistisch waren im letzten Jahr. Wir haben zum Beispiel Big Tech gehalten. Da kamen vor anderthalb Jahren auch Fragen auf, aber wir haben gehalten, weil wir sagen, um diese Werte kommt keiner herum. Sie würden sagen, um Bitcoin kommt keiner herum, werden wir später noch drüber sprechen. Und dann kam KI und hat insbesondere Bitcoin einen Boost gegeben. Und auch dieses Jahr bin ich eigentlich ziemlich stark investiert. Ich bin weiter bullish, verhalten bullish. In so einer Umbruchsphase ist es ja nicht unbedingt so, dass die Märkte crashen müssen, zumal wir ja massive planwirtschaftliche Ansätze haben. Die Märkte werden gestützt, die Notenbanken greifen ein. Wir sind von der Geldpolitik sogar bis Richtung zur Fiskalpolitik. Seit Covid hat die Fiskalpolitik ja wieder das Ruder übernommen. Die Fiskalpolitik ist eigentlich seit den späten 70ern, seit der neokonservativen Revolution in der Geldpolitik, also Reagan, Thatcher und so weiter, ist die Geldpolitik eher abgemeldet gewesen. Jetzt haben wir wieder den Rückkehr des Keynesianismus unter anderem Namen. Also die Märkte werden gestützt. Wir haben Zwangswirtschaft, wir haben auch Verbotswirtschaft. Wir haben die höchste Form der Zwangswirtschaft, Kriegswirtschaft. Ja. Und das heißt, wenn Sie bei den richtigen Sektoren dabei sind, kann das immer noch eine schöne Rallye geben. Also ich schließe eine scharfe Korrektur nicht aus, aber einen großen Crash halte ich für unwahrscheinlich. Wir sind weiter gesamt gesehen bullish, aber man muss natürlich auf die sektorale Allokation achten und nicht gerade bei den Losern dabei sein. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.